Hallo liebe Leute, bevor ich euch die Passagen mit Bernd Baumann bei der Berliner Runde vom 23.02. zeige, möchte ich ein kurzes Vorwort machen. Ich bin mir sicher, ihr wollt alle nur gern Baumann sehen und die anderen nicht, was ich auch sehr gut verstehen kann. Ich halte es aber trotzdem in diesem Fall für wichtig, auch die Statements der anderen anzugucken, weil das Niveau der Hetze hat eine völlig unbekannte Dimension erreicht. Es ist wirklich nochmal deutlich schlimmer als nach den letzten Wahlen. Die Eskalationsspirale dreht sich nach oben und die AfD hat, denke ich, bis jetzt leider keine passende Strategie dazu und kommt damit überhaupt nicht klar. Ich habe dazu ein Analysevideo gemacht. Jetzt aber die Passagen mit Baumann. Herr Baumann, es könnte etwas Historisches passieren. Es könnte nämlich sein, und im Moment sieht es so aus, dass die AfD das erste Mal wieder aus einem Landesparlament rausfliegt. Wie erklären Sie sich das schwache Abschneiden? Hamburg war für uns immer das schwierigste Pflaster. Es ist die linksgrüne Hochburg der Republik überhaupt. Hier haben Linke, Grüne, SPD, der Linksblock zusammen 73%. Wenn man noch zurückblickt, September in Sachsen hatte dieser Linksblock zusammen 27%, alle drei Parteien zusammen, da hatten wir 27,5. Da sehen Sie, wie unterschiedlich die Milieus sind. Hamburg ist eine linksgrüne Aber Stadt. Die Schill-Partei hatte 19% in den Umfragen vorneweg, waren 17% der Hamburger, die gesagt haben, wir könnten uns AfD vorstellen. Das ist ja dramatisch abgerutscht. Ja, können Sie das vornherein nur auf jetzt das schwierige Hamburger Pflaster schieben? Natürlich hat das mit dem Hamburger Pflaster zu tun. Nur ein Beispiel. Alle Parteien, die hier sitzen, haben unzählige Wahlkampfveranstaltungen gemacht. Wir wollten auch 30 machen in den Bezirken. Wie viel konnten wir machen? Die AfD konnte keine einzige Wahlkampfveranstaltung machen, weil ein linksgrüner gewalttätiger Mob die Wirte unter Druck gesetzt hat, das nicht zu tun. Auch die, die uns gewogen waren, die kennen wir ja. So sieht das aus in Hamburg, so ist das Problem. Und da kam natürlich noch die größte Medienkampagne jetzt in den letzten Tagen dazu, sozusagen, die uns mit den furchtbaren, entsetzlichen Morden von Hanau irgendwie in Verbindung bringen wollten. Und alles zusammen hat dazu geführt, dass wir jetzt sozusagen... Herr Baumann, Sie sagen jetzt wieder die AfD in der Opferrolle, aber bleiben wir mal bei Hanau. Das ist doch interessant, dass es heute eine ganz erhebliche Änderung in der Kommunikationsstrategie Ihrer Partei gibt, weil auf einmal Herr Meuthen, der das vorher anders gesagt hatte, und Herr Kupala plötzlich von rassistischem Verbrechen sprechen und auch sagen, das Motiv sei ganz klar Ausländerhass gewesen. Ist das eine späte Überzeugung oder ist das der Versuch einer Schadensbegrenzung? Das ist überhaupt keine Veränderung. Es ist völlig klar, dass weltweit es einen extremen rechten Terrorismus gibt, furchtbarster Art, von Norwegen, Breivik bis Neuseeland, Christchurch, USA. Und da einzelne Spinner am Internet sitzen und sich da einklinken und mittun, das ist eine Gefahr, die wir sehen Aber müssen. Herr Gauland und Herr Meuthen hatten das bestritten. Und seit jetzt in einem Brief an die Partei haben sie sich korrigiert. Die haben das überhaupt nicht bestritten. Doch. Es gibt diesen Terrorismus, ist keine Frage. Was die bestritten haben, zu Recht bestritten haben, dass ein Täter, von dem der Chef des Bundeskriminalamtes sagt, der hätte schwere psychotische Störung. Das heißt, der ist nicht zurechnungsfähig. Mhm. Wenn er noch leben würde, käme der nicht ins Gefängnis, sondern in eine sozusagen psychiatrische Anstalt unter Verwahrung. Das haben Sie gesagt. Ja, aber Sie haben es ausgeschlossen und das muss ich ja nicht ausschließen. Deshalb spiele ich das jetzt mal rüber an Sie, Herr Blume. Wenn wir jetzt alle seit spätestens seit dem Terror in Hanau darüber sprechen, was der gesellschaftliche Nährboden ist, dass in der Tat Menschen, auch wenn sie psychische Probleme haben, dann zu solchen Taten schreiten. Glauben Sie, sagen Sie, die AfD hat eine Mitverantwortung, eine Mitschuld für diese Taten? Ja, selbstverständlich. Ich meine, wir müssen uns ja nur mal anschauen, was in unserem Land sich verändert hat. Und wenn ich wenige Tage vor den schrecklichen Ereignissen in Hanau lese, höre, sehe, dass beispielsweise eine Fraktion in einem deutschen Land von der AfD ein Malbuch für Erwachsene in Anführungszeichen veröffentlicht, mit schwersten rassistischen Entgleisungen. Ich habe immer gesagt, das ist kein Malbuch für Erwachsene, es ist ein Malbuch für Nazis. Der kann sich jetzt nicht freimachen davon, dass er mit all diesen rechtsradikalen, rechtsextremistischen Umtrieben, mit Hass und Hetze und auch mit Terror nichts zu tun hat. Selbstverständlich hat die AfD in den letzten Monaten und Jahren den geistigen Nährboden dafür bereitet, dass solche Dinge überhaupt passieren können.
Und insofern ist Hamburg natürlich glücklicherweise eine demokratische Quittung für dieses geistige Brandstiftertum, was von Ihrer Seite hier in unserem Land betrieben wird. Ich freue mich, dass da es gelingt, ein demokratisches Stoppzeichen zu setzen. Aber es ist auch wichtig, dass insgesamt die Parteien in Deutschland in dieser Frage zusammenstehen und keine Partei hier in Zweifel aufkommen lässt, was der richtige Umgang damit ist, nämlich klarste Abgrenzung und Bekämpfung der AfD, die dieses Gedankengut verbreitet. Dann vielleicht noch ganz kurz, Herr Baumann, weil Sie sagten, ja, können Sie jeden am Tisch fragen. Ja, natürlich. Jetzt, nein. Politischer Wettbewerb. Nein, das ist nicht politischer Wettbewerb. Ich möchte von Ihnen nur einen Satz wissen. Bezweifeln Sie, dass Worte, aggressive Worte zu Taten führen? Ich bezweifle nicht, dass Worte zu Taten führen bei bestimmten Leuten, aber ich bezweifle, dass die AfD die größte Oppositionspartei-Fraktion im Bundestag irgendwas zu tun hat mit rechtsextremistischen Straftaten. Aber Sie hätten gegen Shisha-Bars, das ist einfach, müssen Sie sich nicht wundern. Natürlich müssen die großen Probleme des Landes angesprochen werden. 6 Millionen Wähler haben uns ja deswegen gewählt. Wir haben offene Grenzen, wir haben eine Massenmigration, wir haben Parallelgesellschaften, wir haben Clans. Das muss man deutlich benennen. Es gibt diese internationalen terroristischen Spinner und mit denen haben wir gar nichts zu tun. Die Opposition im Bundestag lässt sich nicht mundtot machen. Und das noch aufgrund eines solchen Anlasses, wenn ich nur daran denke, Frau Hasse, nur die Mutter mit zwei kleinen Kindern, die jetzt nicht nach Hause kommt und die sitzen zu Hause und schreien und weinen und die Mutter kommt nicht wieder. Und so ein Anlass zu missbrauchen für kleine parteipolitische Münze, das ist das Entsetzliche in der Republik. Ich glaube, und ich spiele das jetzt an Sie weiter, Herr Klingbeil, dass niemand hier etwas missbraucht. Und wir uns jetzt fragen, was für Konsequenzen müssen denn gezogen werden jetzt auch? Wie will die AfD jemandem erklären, dass sie nicht mit der Demokratie und ihren Instrumenten spielt, um Chaos zu schaffen, wenn sie einen Kandidaten aufstellt und dann nicht für ihn stimmt? Das wäre so, als ob sie zur Party einladen und dann gehen sie woanders hin. Wie wollen Sie das irgendjemandem erklären? In so einem Parlament kommen die Entscheidungen zustande unter der Geschäftsordnung, die gilt. Und die gilt. Und da stellt man Kandidaten auf und die Abgeordneten sind frei, wen sie wählen. Mhm. Das ist hier passiert. Hier ist ein Ministerpräsident gewählt worden von der FDP. Den konnte man wählen. Den haben CDU, den haben FDP gewählt, den haben wir gewählt. Beide haben geklatscht. Herr Kubicki von der FDP hat gratuliert. Das war alles ganz vernünftig. Aber ich frage ja, warum die AfD für ihren eigenen Kandidaten nicht gewählt hat. Nicht gestimmt hat, den sie ja aufgestellt hat. Das ist ja das, was man niemandem erklären kann. Die Abgeordnete können da sich doch überlegen, der ist jetzt zweimal nicht gewählt worden. Im dritten Wahlgang gehen wir jetzt doch dazu über und wählen den Kandidaten der bürgerlichen Mitte und wählen ihn von der FDP. Das ist passiert. Es ist ja passiert, dass die FDP und die CDU da völlig klar waren, was sie gemacht haben. Das war denen doch völlig, die haben mit uns zusammengearbeitet. Und das ist überhaupt die Zukunftsfrage. Wie will die CDU sozusagen vorangehen? Sie kann auf Dauer nur noch bürgerliche Mehrheiten gewinnen, wenn sie die zurückgewinnt, die mal bei ihr waren. Ich habe ja auch jahrzehntelang CDU gewählt, wie viele bei uns, andere haben SPD gewählt. Das wird sich entscheiden. Will die CDU sozusagen Richtung Linkspartei schwenken? Ja, was aber jetzt Herr wieder Baumann, ansagt? Mit Ihnen würde ich doch lieber über die AfD reden. Und da hat Stimmen aus ihrer AfD, zum Beispiel Herr Kindervater, die haben gesagt, nach Thüringen, unser Plan ist aufgegangen. Ja, der Plan jetzt, warum soll man den Plan denn nicht haben? Wir wählen Herrn Kemmerich. Ja, aber welchen Plan denn? Veröffentlichmachung. Wir wählen, also wenn die ihre sozusagen Möglichkeiten, die nach Geschäftsordnung da sind, wählen und sozusagen der Mann hinterher gewählt ist, ist keine Verächtlichmachung. Die Verächtlichmachung kam aus Berlin, als Frau Merkel, beziehungsweise aus Südafrika, als Frau Merkel sagte, die Wahl muss rückgängig gemacht werden. Das ist eine Verächtlichmachung des Parlaments und nicht die Wahl, die rechtmäßig zustande gekommen ist. Herr Blume, Baumann hat sich zur Thüringenwahl gut geäußert, aber was man hier nicht sieht, ist, dass die anderen ihn vorher, die AfD, massiv angegriffen haben. Und auch die Moderation sehr unfair war. Hasse Baumann dauernd unterbrochen hat. Baumann hätte erstmal auf diese ganzen Aussagen reagieren müssen und den Frame nicht stehen lassen dürfen, dass die AfD rechtsextrem und eine Nazi-Partei ist, wie es die anderen ständig wiederholt haben. Stattdessen beantwortet er brav die Frage zur Thüringenwahl. Das macht er immerhin ganz gut, aber auch hier hätte er sehr viel offensiver klar machen können, wie undemokratisch diese ganze Sichtweise der anderen ist. Die AfD würde in Thüringen irgendwie die Demokratie verächten. Dabei sind sie es in Wahrheit, die das tun und die das Wahlverhalten nicht akzeptieren, was oberste demokratische Grundpflicht ist, dass man das Wahlverhalten der anderen Abgeordneten respektiert. Und
das Ergebnis dann mit Respekt entgegennimmt. Wie gesagt, habe ich ein ausführlicheres Analysevideo gemacht. Wobei ausführlich ist jetzt vielleicht übertrieben, aber zumindest etwas länger. Diese ausführlichen Analysevideos, wie ich sie früher gemacht habe, dazu fehlt mir im Moment die Zeit. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe. Macht's gut.